heftig! Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie Skinhead Helen aus Orange is the New Black privat aussieht? Francesca Curran spielt in der erfolgreichen Serie die rassistische Helen mit Glatze und krassen Tattoos im Gesicht. Anfangs war sie nur nebenbei zu sehen, in Staffel 5 spielt sie aber eine ziemlich prominente Rolle. In Wirklichkeit sieht die Schauspielerin aber ganz anders aus, und zwar mit viel Make-up, Wimpernverlängerungen, langen Haaren und einem süßen Lächeln im Gesicht. Total feminin. Die Haare hat sie sich extra für die Rolle abrasieren lassen, aber dafür kann sie ja jetzt ihren Look mit verschiedenen Perücken ändern und wird auf der Straße nicht so schnell erkannt und somit von Paparazzi verfolgt. Der Helen-Look hat also auch etwas für sich.